Willkommen zur zweiten Map in diesem Best of 3, diesem alles entscheidenden Best of 3, World Championship Europe Finals. In der linken oberen Ecke mit Vortix und in der rechten unteren Ecke mit Evil Geniuses Stefano. Und natürlich haben sich im Vorfeld des Turniers viele gefragt, der EG-Fluch, ist was dran? Evil Genius hat selber ein Video rausgebracht, mit dem sie natürlich auf sehr interessante, selbstironische Weise erklärt haben, diesen Fluch gibt es nicht. Das gilt es natürlich jetzt zu beweisen. Die Zeichen standen natürlich ganz anders. Stefano hat auch so eine kleine Leidensgeschichte hinter sich. Flugverspätung, das heißt wirklich erst am Morgen des Turniers angekommen. Was bedeutet, für 2 Tage hatte er sage und schreibe 5 Stunden Schlaf. Das heißt mit Jetlag quasi aus dem Flieger direkt ins Turnier. Und als wäre das nicht genug, hat man auch sein Gepäck verloren am Flughafen. Das heißt, er musste mit anderem Equipment spielen, was natürlich auch nicht wirklich förderlich ist als Profispieler. Trotzdem hat er es hier dann ins Finale geschafft. Viele haben ihn dann schon sicher gegen Vortix gewinnen sehen. Hatten sie doch im Winner Bracket Final bereits gewonnen. Diesmal interessanterweise auch beide mit Hedge First, also nicht wieder dieser Gasbild, um auf das Spiel einzugehen. Und 2-0 hatte er recht deutlich zunächst gewonnen gegen Vortix im Winner Bracket Final. Hat er auch gegen Lucifron gewonnen. Das war das Spiel, was bisher am knappsten war. Für Stefano. Also die beiden Brüder ins Loser Bracket geschickt. Die mussten dann gegeneinander ran. Consolation Final. Und so dann Vortix konnte sich durchsetzen. Und ist jetzt der Erste, der es wirklich schafft, Stefano 2-mal hintereinander zu besiegen. Damit ein ganzes Best of 3 zu gewinnen. In diesem Turnier. Ja, und auch im letzten Best of 3 lag er 0-1 hinten. Jetzt ist natürlich entsprechend alles offen. Also EG-Fluch, ja oder nein? Und dann auch noch Zerg Mirror. Bisher natürlich auch eine starke Leistung von Vortix, das möchte ich an dieser Stelle auch honorieren. Sicherlich der Underdog bei einem Kaliber wie Stefano. Stefano wird von vielen als bester Spieler Europas angesehen. Sicherlich auch einer der am besten Verdiensten mit $8000 im Monat von EG. Plus die ganzen Preisgelder. Würden ihn viele gerne in Code S sehen. Oder mal gegen Naniwa, um endgültig zu klären, wer nun wirklich Platz 1 Europa ist. Gemessen am Preisgeld ist Stefano das schon. Und dabei wollte er ursprünglich nur mal spielen, um sein Studium zu finanzieren. Hat sein Pro-Gamer-Jahr mehr oder weniger verlängert. So, von beiden natürlich Metabolic Boost ist es jetzt Stefano, der 4 Linge holt. Mal. Und als erster das Baning Nest hat. Wie auch schon im Winners Bracket war er zunächst der aggressivere Spieler. Jetzt im Grand Final eine ganz andere Geschichte. Da war Vortix sehr aggressiv. Sieht hier das Baning Nest, hat natürlich auch sein eigenes sofort geworfen. Diesen Scout kann Stefano so nicht verhindern, aber kann natürlich zusehen, dass er die Dinge jetzt schnellstmöglichst dann nochmal rausbekommt. Und jetzt kommt 20 Linge. Und das ist schon ein sehr hartes Commitment, 20 Linge zu holen, was 10 Larven sind, die auch hätten Drohnen sein können, theoretisch. Vortix selber mit dem Spinecrawler sich seiner defensiven Lage bewusst. Das Baning Nest natürlich das Ganze hier mehr oder weniger zum Wall. Hier ist es kritisch, diese Lücke. Sollte man natürlich versuchen zu stopfen. Und Double Evolution Chamber. Also so wie wir es halt in den anderen Games gesehen hatten. Stefano unterwegs. Die 20 Linge sind fertig. Vortix holt jetzt die Baning, aber Stefano ist schon da. Sieht den Spinecrawler und er nimmt hier die Linge, die Baninge raus. Ganz, ganz wichtig jetzt, dass die da gleich nicht stören. Und schnappt sich da die Drohne. Und jetzt geht's rechts rein, hinten rein. Die Banelinge immer im Blick. Da will man natürlich nicht explodieren. Stefanos eigene Banelinge mit dazu. Jetzt nochmal die Linge reingesteckt. Aber Vortix verteidigt hier richtig, richtig gut. Stefano macht hier nicht wirklich Schaden. Im Gegenteil, verliert hier mehr. Und ist trotzdem worker-technisch vorne. Jetzt nochmal 12 Linge nach. Vortix mit der 6er Drohnenrunde, Stefano mit der 3er Runde.
Und wieder mit dem schnelleren Leer auch. Wahrscheinlich dann, wie in den letzten Games, auf Infestoren. Was er immer sehr früh gemacht hat. Später auf Hydralissen. Die Linge jetzt gefallen gegen die Banes. Morph noch die eigenen ran. Vortex kommt allerdings durch in die Mainbase. Stefano muss hinterher. Mit den Banes muss sich auch splitten, denn das macht auch Vortex. Sieht damit den Leer und kriegt hier auch Drohnen. Die Frage ist nur, wie viele? 4 Stück. 4 Stück. Also Vortex nutzt hier wirklich jeden Fehler, den Stefano macht. Und er macht nicht viele. Das muss man dazu sagen. So, 5 Drohnen gekillt und trotzdem ist hier Stefano mit 38 zu 33 vorne. Das sollte man hier einfach mal würdigen. Auf 52 Grad ist Supply Block, 3 Overlords braucht er jetzt. Hat auch Mehrlinge auf dem Feld, hat auch die Banelinge vor allem. Ein Grund ist, dass Vortex hier auf Basis Nummer 3 geht. Stefano natürlich kämpft dann in Überzahl. Und will diese dritte Basis nochmal zum Abbruch bringen. Das zwingt Vortex natürlich wieder Linge zu holen, was im Endeffekt wieder weniger Drohnen sind. Ah, gut getauscht hier gegen den Bane. Jetzt Stefano mit seinen Banelingen mit dabei. Versucht diese natürlich möglichst gut hier zu platzieren. Zu früh explodiert. Oder zu spät, je nachdem, wenn man es sehen möchte. Und Stefano ganz, ganz untypisch mit dem Spire. Ich glaube, damit rechnet vielleicht auch nicht Vortex, dass Stefano hier den Spire spielt. Hatte er doch immer Infestoren gespielt, ist er dafür bekannt. Das soll natürlich nicht gescoutet werden. Rein und jetzt die Drohnen abgezogen. Wahrscheinlich auch mehr zum Blocken und Vortex sieht hier den Spire. 1-1er Upgrade selber hat er unterwegs. Also das war ganz, ganz wichtig für den Spanier, hier den Spire zu sehen. Holt jetzt selber nochmal Linge, direkt auf die Sporkschroller. Stefano ist drohnentechnisch halt richtig, richtig gut dabei mit 47 zu 36. Hat er einfach enorme Vorteile. Die dritte Basis allerdings kommt viel, viel später als die von Vortex. So, 6 Mutalisten und Vortex mit dem Infestation Bit. Also wirklich, verkehrte Welt. Hätte man vorher gefragt, Vortex ist der typische Mutaspieler und Stefano bekannt schon immer für seine Infestoren. Er ist auch der, dieses Infestor-Spiel so populär mitgemacht hat. Die Banelinge hat er jetzt mit im Schlepptau. Er will natürlich nicht, dass seine Basis gesniped wird. Die Mutalisten sind zur Stelle nicht so gut explodiert hier vorne, die Banes. Frage ist, ob er hier Vortex-Basis snipen kann. Holt auch natürlich den Roachborn. Unverzichtbar schon fast. Und Vortex gerät in den Supply-Block, dank der Mutalisten natürlich, die hier die Overlords snipen können. Holt auch nur einen nach. Das heißt, wenn Stefano hier weitere Overlords killt, Vortex dann noch eine Weile Supply-Block sein. Und das macht er auch. Vortex nur ein Overlord, das bringt ihm nicht aus dem Supply-Block. Das heißt, er kann nichts bauen. Und das ist richtig, richtig hässlich, dieser Supply-Block jetzt. Gegen die Mutalisten. Hat auch nur 6 geholt hier, Stefano. Versucht hier Schaden zu machen. Womöglich natürlich hier hinten der Spore-Crawler. Sieht damit auch genau die Situation. Kriegt hier zwar nur 2 Drohnen. Der Scout ist es aber, der wichtig ist. Und auch die Map-Overview, die er jetzt hat. Vortex spielt quasi blind. Vortex hat keine Overlords mehr auf der Karte und das wird sich auch erstmal schnell nicht ändern. 6 Infestoren allerdings. Und ich finde diese Transition von Stefano jetzt bemerkenswert. So ein starkes Income, so ein starkes Multitasking und Makro-Game sieht man selten. Ja, vielleicht der beste Spieler Europas, der beste Zerg auf jeden Fall. Sagt preisgeldtechnisch ist er schon der beste in Europa und einer, der regelmäßig die Koreaner schlägt. Das wäre es jetzt, hier das 2-0 zu machen. Da hat Vortex natürlich noch was gegen. $24.000 stehen auf dem Spiel. Holt hier auch Borrow wieder, spielt gerne mit Borrow. 6 Infestoren hat dann genauso viele wie Vortex auch hat. Wie gesagt, Vortex ist in der Defensive. Er kann nicht raus gegen die Mutalisten momentan. Noch nicht. Super interessant auch die Tunneling Claws. So, und was der jetzt macht, Stefano, ist richtig gut, wie er hier die Muta splittet. Und natürlich einzeln auf die Infestoren schickt. Zwingt damit natürlich die Energien, ein Fangel lohnt sich dann nicht für einen Mutalisten.
Und er kann natürlich versuchen, dann so die Investoren rauszunehmen. Upgrade-technisch allerdings Vortex mit der Double Illusion Chamber besser. Also ich finde es enorm. Überlegt euch das mal. Schaut euch das mal an. Durchschnittliche APM. Durchschnittliche. Von Vortex 200, was schon ein starker Wert ist. Stefano auf 306 im Schnitt. So, Vortex bleibt hier gar nichts anderes übrig, als auf den Hydradin zu gehen. Was natürlich auch eine sinnvolle Ergänzung ist, ehrlich gesagt, aber Stefano mit dem Timing einfach eher. Der ist hier schon fast auf 200 Supply, hat eine deutlich größere Armee. So, jetzt versuchen die Mutalisten hier nochmal die Infestoren zu snipen und natürlich auch da Energie zu bekommen. So, kriegt ja auch sogar Infestoren. Und das sind alles hier Vorteile von Stefano, der Fangel auf die Banelinge. Natürlich sehr interessant, auch da werden die Swarmex geschmissen. Stefano jetzt mit dem Fangel auch da drauf und da ist jeder Fangel wichtig. Jede Roach ist entscheidend, aber Stefano hat hier einfach deutlich, deutlich mehr. Sollte er jetzt das Ganze perfekt machen, sollte er jetzt dieses Finale gewinnen, Vortex muss zurück. Er muss hier wirklich zurück, kann hier nur den Overseer holen. Wir erinnern uns, Stefano hat Borrow und hat auch Tunneling Claws. Er nimmt die Queen raus, die Infestoren haben keine Energie mehr. Er nimmt die Roaches raus. Und auch hier sind halt die Infestoren mit dabei und machen richtig Krawall und Remi Demi. Da kommt jetzt so viel nach und ich glaube, er hat's jetzt. Stefano sollte das haben. Wir sehen wirklich das Supply immer weiter runter tickern von Vortex. Stefano geht immer weiter rauf und da kommt's. GG, well played, congratulations! Stefano gewinnt hier die WCS Europe.